Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Baublock hier bei Kirmes Aktuell und damit herzlich willkommen zum letzten Baublock zum Nürnberger Herbstvolksfest 2024. Ja, es ist soweit. Morgen geht's los. Bedeutet, heute schauen wir ein allerletztes Mal über den Platz zum Aufbau des Nürnberger Herbstvolksfestes 2024. Ob jetzt mittlerweile alle Schausteller angekommen sind, sollten sie eigentlich so langsam. Und dann hätte ich gesagt, los geht's. Der Wilden Maus XXL steht zwar im Moment der Kran noch da, aber wenn man sich hier mal so umschaut, sieht das alles jetzt eigentlich schon ja doch ziemlich fertig aus, kann man sagen. Wirklich Wahnsinn, wie groß diese Wilde Maus XXL, wie es der Name aber auch schon sagt, ist. Auch hier davor mit dem ganzen Laufparcours echt richtig, richtig schön gestaltet. Beim Breakdance von Wolf ist man mit dem Aufbau jetzt auch schon fast komplett fertig eigentlich. Lediglich hier vorne ein bisschen die Lichtkästen, die fehlen noch. Aber ansonsten sieht das hier alles schon sehr, sehr gut aus und in der Ecke hat sich auch an sich ziemlich viel getan. Denn hier steht mittlerweile auch ein Autoscooter und da drüben steht auch das Laufgeschäft Rio mittlerweile komplett. Kickdown von Landwehrmann steht jetzt komplett fertig aufgebaut schon da, aber trotzdem hört man, finde ich, hier so aus der Ferne, wird an manchen Geschäften auch immer noch gewerkelt, also das wird noch ein spannender Aufbaublock, glaube ich. Der Jaguar von Distel sieht mittlerweile auch schon komplett fertig aus, fast hier und da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Wo noch ein bisschen was zu tun ist, ist allerdings beim XXL Racer. Zwar optisch steht er schon in der Höhe da, aber hier unten am Bahnhof ist auch noch einiges zu tun. Also hier ist man auch mit dem Aufbau noch nicht komplett fertig, aber es ist ja heute noch den ganzen Tag Zeit.
Die Wildwasserbahn ist aufbautechnisch jetzt dann auch endlich durch, aber hier ist man gerade noch dabei, natürlich jetzt das ganze Wasser einzulassen. Bedeutet, hier ist es vom Aufbau her natürlich noch mal ein bisschen aufwendiger. Hier wird jetzt gerade einmal komplett mit so einem riesigen Feuerwehrschlauch im Grunde Wasser natürlich eingelassen, denn da muss eine ganz schöne Menge Wasser rein, damit dann am Ende auch zur Eröffnung alles fertig ist. In den letzten Baublocks war, glaube ich, die häufig gestellteste Frage, kommt eigentlich dieses Jahr eine Geisterbahn? Ja, da steht sie, aber tatsächlich muss ich sagen, bin ich jetzt selber etwas überrascht, denn eigentlich war der Geistertempel von Sipke Mamoengraf hier angekündigt. Aufgebaut wurde eine ähnliche Geisterbahn, ein bisschen größer sogar genau genommen, und zwar die Geistervilla von Mohlengraf Sipkema. Also gleicher Schaustellerbetrieb, aber der andere Geisterbahn ist jetzt nicht unbedingt schlecht, auch die Geisterbahn ist gar nicht so schlecht. Ja, beim Festzelt vom Papert ist man mittlerweile schon fast fertig. Hier wurden jetzt auch schon die ganzen Bierbänke und Biertische angeliefert. Hier vorne sieht es jetzt nach Festhalle aus. Ja, aber hier vorne, ihr merkt es und hört es vielleicht auch so ein bisschen, da ist gerade richtig Action. Denn hier fängt tatsächlich der Predator jetzt erst an mit dem Aufbau. Stand vorher noch in Wächter auf dem Stoppelmarkt und da gab es tatsächlich technische Probleme. Da musste jetzt irgendwas noch getauscht werden, damit das hier in Nürnberg überhaupt wieder an den Start gehen kann, das Fahrgeschäft. Aber hier ist man jetzt mit dem Aufbau am Start. Auch was die Laufgeschäfte betrifft, sind dieses Jahr sehr, sehr viele auf den letzten Drücker angekommen. Hier Remy Demi Action Center, auch hier hat man mit dem Aufbau schon angefangen. Und hier vorne das Magic House von Hinrichs, das ist auch erst heute Nacht angekommen. Und das ist gar kein kleines Laufgeschäft, also hier steht noch einiges an Arbeit an. Also dieses Jahr fällt, finde ich, schon auf, dass es an einigen Stellen wirklich besonders knapp ist, aber man ist hier noch voll im Zeitplan und angekommen ist mittlerweile auch der Devil Rock von Straube. Und ja, hier hat man mit dem Aufbau auch schon ganz gut losgelegt. Trotzdem auch hier noch ein bisschen Arbeit zu tun. Die ganzen Gondeln sind natürlich hier noch dran, die sich hier im Moment noch auf weiteren Packwägen befinden. Also es wird überall wirklich noch fleißig gewerkelt und das fast 24 Stunden vor Eröffnung. Jetzt muss ich euch hier doch nochmal in der Ecke vom Devil Rock etwas zeigen. Also die Ecke finde ich bebauungstechnisch dann doch sehr, sehr spannend. Hier den Devil Rock, dann hier ein so eine Basketballwerfbude und dann hier Poolparty. Mit der Rückwand so wirklich komplett an den Devil Rock dran. Also das sieht sehr interessant aus, wenn man hier so an die Ecke läuft. Habe ich jetzt so tatsächlich hier auf dem Nürnberger Volksfest von der Bebauung her auch noch nicht gesehen. We'll be right back.
Der Rollover von Zinnecker ist auch aus Straubing angekommen und hier befindet man sich im Moment auch noch mitten im Aufbau. Sieht aber schon ganz gut nach Rollover aus und auch ein weiteres Laufgeschäft ist schon fast komplett fertig aufgebaut und zwar das Laufgeschäft Après-Ski-Party. Das stand letztes Jahr, glaube ich, beim Herbstvolksfest auch schon mal da, von Meier aus den Niederlanden. Und ja, sieht eigentlich auch echt ganz cool aus, ist ein schönes Laufgeschäft, war ich letztes Jahr auch drin, kann man wirklich empfehlen. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Knapp 24 Stunden vor Eröffnung ist auch das Riesenrad noch kein Riesenrad und ist im Moment noch am Boden zusammengeklappt. Wobei man aber auch dazu sagen muss, das Riesenrad Hanserad, was hier jetzt in diesem Jahr zum Herbstvolksfest wieder steht, ist jetzt nicht das größte Riesenrad. Also es geht gar nicht so krass in die Höhe. Von daher, das ist vom Aufbau her nicht ganz so aufwendig wie manch andere Riesenräder, die hier schon in Nürnberg standen. Ja, das war's mit dem Rundgang. Ich hoffe, dass euch auch in diesem Jahr natürlich wieder die Baublocks hier gefallen haben. Lasst mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare, wie euch die Videos gefallen haben. Und dann ja, sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Volksfest jetzt hier erst einmal die nächsten Tage. Und ansonsten natürlich dann auch das ganze Jahr über noch in weiteren Videos und spätestens nächstes Jahr zum Frühjahrsvolksfest zu weiteren Baublocks. Ich bedanke mich recht herzlich fürs fleißige Zuschauen, dass ihr so fleißig mit dabei wart. Ciao, macht's gut, Leute.